Hallo meine Lieben, heute gibt es wie bereits angekündigt im letzten Video meine Top 10 Lebensmittel für eine dauerhafte gesunde Ernährungsumstellung und natürlich für eine schlanke Figur. Also, los geht's! So ihr Lieben, ja schön, dass ihr wieder mit dabei seid, denn heute erkläre ich euch nicht nur die Nutzen und Vorteile von gesunden Lebensmitteln, sondern genau was sie auf sich haben und warum ihr sie ruhig zu euch nehmen sollt. Also es geht ja auch nicht nur darum, immer nur gesundes Obst stundenlang zu essen. Nein, natürlich nicht, sondern es geht auch darum, eine sehr hohe Nährstoffdichte zu sich zu nehmen und Lebensmittel zu finden, die einen lange, lange satt machen. Auf Platz 10 landet bei mir die Superfrucht Papaya. Warum Papaya? Sie ist sehr kaliumhaltig, noch mehr sogar als Bananen. Sie deckt den kompletten Vitamin C-Gehalt eines Erwachsenen, den kompletten Tagesbedarf sogar. Und für Schwangere auch ganz wichtig und für Kinder, weil es ist wichtig für den Zellwachstum und für die Zellerneuerung. Das ist das in der Papaya enthaltene Folat, die Folsäure. Ja, also super tolle Frucht auf jeden Fall. Und vor allem, sie senkt den Cholesterinspiegel und ist auch noch Blutdruck regulierend. Also ein Multitalent. Ja, kommen wir zu Platz 9. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht auch immer, was ich täglich esse. Und hinter mir habe ich ein Bild eingeblendet mit selbstgemachten Süßkartoffelpommes und natürlich einem Frischkäse, also einem körnigen Frischkäse-Dip mit Tomate, mit Basilikum, mit einem Klecks Olivenöl, Pfeffer und Salz. Also das kann man so vielseitig einsetzen. Das Tollste daran ist, wenn ihr auf der Couch abends sitzt und habt Heißhunger, dann könnt ihr euch das super einrühren mit einem Klecks Marmelade oder Agavendicksaft, mit ein paar Früchten, wie ihr auch immer das mögt, weil es ist ein echter Sattmacher, denn es hat einen sehr hohen Eiweißgehalt. Auf 100 Gramm 12,7 Gramm Eiweiß, also super gut, es macht super satt, vor allem nach dem Sport. Wenn ihr nach dem Sport etwas Gutes den Muskeln tun wollt, dann auf jeden Fall haut hier mit rein. Super. Auf Platz 8, ihr Lieben, habe ich das isländische Traditionsprodukt, das nennt sich Skyr oder Skaja, ich weiß es nicht genau, aus dem Land der Geysire, deswegen habe ich das jetzt hinten eingeblendet, ja, dass die Isländer wissen, was daran gut ist, denn es hat wirklich erstaunlich wenig Kalorien, es ist joghurtähnlich und hat aber auch wieder einen wunderbar sehr, sehr hohen Eiweißgehalt. Ja, Eiweiß wieder gut für unsere Muskeln und super für den Fettabbau, wenn ihr natürlich Sport macht. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren, weil ihr könnt das ganz toll in euer Müsli morgens mitpacken oder zwischendurch mal als Snack. Und es versorgt natürlich unsere Knochen mit wertvollem Kalzium. Ja, ein wahrer Sattmacher. Auf jeden Fall ausprobieren, ihr Lieben. Und auf Platz 7 der Wildlachs. Der Wildlachs ist besser natürlich als der herkömmliche Zuchtlachs, weil er einfach weniger mit Antibiotika belastet ist und er hat eine sehr hohe Nährstoffdichte, also super gute Versorgung an Vitamin B. Wichtig für Frauen mit Kinderwunsch und für Schwangere. Es hat auch viel Folsäure, hat sehr gute Werte an Folsäure. Es hat Omega-3, wichtig für den Organismus, für die Blutbildung, für unser Immunsystem und natürlich Eiweiß. Ohne Ende Eiweiß, es macht super satt, auch sehr viel Vitamin D. Natürlich müssen wir erstmal Vitamin D über die Nahrung zu uns nehmen und dann wird das natürlich gezündet über das Sonnenlicht. Ich brate ihn gerne so zu, dass ich ihn immer scharf anbrate von beiden Seiten, in Alufolie packe und damit Gemüse in den Backofen schiebe. Dann habe ich ein super gutes Abendessen. Meine Familie freut sich, mein Sohn freut sich und ja, wir sind packensatt und der Heißhunger bleibt draußen. Ihr Lieben, der Granatapfel, auch ein Superfood. Es macht vor allem auch abends satt. Könnt ihr auch übrigens ganz toll in den körnigen Frischkäse mit einrühren. Es hat eine super Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System. Es wirkt schlaganfallmindernd. Es hat eine antithrombotische Wirkung, vor allem wichtig für Frauen in der Schwangerschaft, weil sie sich vielleicht irgendwie nicht mehr so viel bewegen. Und vor allem auch für Frauen mit Faktor 5 Leiden, Mutationen. Ja, also es sorgt dafür, dass die Blutplättchen sich nicht verkleben, das ist ganz, ganz wichtig. Und es wirkt natürlich auch antioxidativ, es hat einen super hohen Wert an Vitamin C und natürlich an Eisen. Eisen wichtig für die Blutbildung und an Kalzium. Also das ist ein echtes Allround-Talent, diese Granatapfel. Könnt ihr ganz toll verwenden in kalten Speisen, in Salaten und ihr könnt damit wirklich jedes Dessert und auch jeden Salat damit auch alleine schon optisch aufwerten. Es sieht immer toll aus und es hat ein leckeres, fruchtiges, saures Aroma. Also
beißt rein. Der Granatapfel hat auch noch ganz tolle bioaktive Substanzen wie auch Polyphenole und auch Flavonoide. Aber das geht jetzt ein bisschen zu weit in die Heilwirkung. Wer das gerne aber mal wissen möchte, da kann ich gerne mal ein Video zu machen. Also schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wohlverdient auf Platz 5 die Avocado. Hier seht ihr meine Hälfte. Die andere Hälfte habe ich heute Morgen natürlich verdrückt, ganz klare Sache. Das ist hier my daily breakfast, ja. Das Tolle an der Avocado ist, sie hat zwar einen sehr hohen Fettgehalt, nämlich 23 Gramm auf 100 Gramm Avocado, aber dieser hohe Fettgehalt beinhaltet nämlich auch noch das Enzym Lipase. Und Lipase, ihr Lieben, verhindert den Fettaufbau im Körper, nämlich die Fettspeicherung im Körper. Und das ist wichtig, wenn man abnehmen möchte. Es ist ein echtes Figurwunder sozusagen. Hat auch noch tolle Antioxidantien, ist auch reich an Vitamin A und E, super für die Haut und für die Haare. Findet ihr auch sehr häufig in irgendwelchen Beauty-Produkten, ja. Einfach mal ein bisschen morgens statt Butter, ein bisschen Avocado aufs Brot schmieren und dann mit ein bisschen Bewegung, dann purzeln auch die Funde. Ganz klar, wohlverdient auf Platz 4 das Ei, das gute alte Ei. Ich habe eine Statistik neulich gelesen, dass der Deutsche im Schnitt pro Jahr 230 Eier verdrückt. Also das ist ja der Wahnsinn. Ja, warum ist das also toll? Es hat sehr, sehr viele ungesättigte Fettsäuren. Wichtig auch vor allem jetzt hier für Veganer, für Vegetarier, aber auch für Schwangere wieder. Sehr viel Vitamin B12, ja, also ganz wichtig auch für das Zellwachstum und natürlich auch Folsäure wieder, das wichtige Folat für die Zellteilung und natürlich auch B-Vitamine, vor allem B2, wichtig auch hier wieder für die Bildung neuen Blutes und auch für den Stoffwechsel, für viele Prozesse, die im Körper, im Organismus ablaufen, Eisen, Phosphor, Kalium, Calcium und Vitamin K. Vitamin K ist ganz wichtig für die Blutgerinnung und wenn ihr euch vielleicht erinnert, für die, die jetzt bereits schon ein Kind haben, Vitamin K ist die eine Spritze, die das Säugling direkt nach 24 Stunden bekommt, nach der Geburt oder innerhalb von 24 Stunden, bekommt es diese ganz wichtige Vitamin K-Spritze, ja, für die Blutgerinnung. Das Ei ist eigentlich auch wieder, ja, auf Platz 4 vielleicht nicht so ganz verdient, könnte auch auf Platz 1 stehen, also eigentlich im Grunde genommen sind das alles meine Favorites. Ich muss denen aber halt eine Reihenfolge geben. Also kommen wir nun zu Platz 3. Ihr Lieben, auf Platz 3 Kokosfett. Ganz klare Sache. Kokosfett beinhaltet diese ganz wertvollen mittelkettigen Fettsäuren, ja, diese sogenannten MCTs. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Diese MCTs, die verhindern den wertvollen Muskelabbau. Vor allem wichtig bei einer ketogenen Diät, bei allen, die gerne figurbewusst leben wollen und die abnehmen möchten, da empfehle ich immer Kokosfett. Ja, denn damit könnt ihr tolle Sachen anbraten. Es ist vor allem sehr hitzebeständig. Damit könnt ihr auch Dinge im Backofen auch zubereiten. Immer besser als Olivenöl, weil Olivenöl wirkt bei 200 Grad schon bereits toxisch, weil es dann verbrennt. Und es ist auch noch zudem antibakteriell. Es wirkt super auf Hautkrankheiten, es wirkt antimikrobiell, es wirkt auch desinfizierend, ja. Ihr Lieben, auf Platz 2 der Smoothie, ja, der grüne Smoothie. Ich kann gar nicht ohne ihn leben. Ganz wichtig vorab, Smoothies und Saftdiäten und Kuren, da halte ich persönlich gar nichts von. Also bitte nicht den ganzen Tag solche Dinger hier trinken. Davon ein großes Glas, bisschen mit Wasser verdünnt und dann bin ich ganz happy, weil der enthält auch noch Ingwer und Matcha. Ihr könnt natürlich einen Smoothie eurer Wahl nehmen, welcher vielleicht aber grün ist, nicht nur komplett aus Obst besteht. Und das abends auf der Couch ist immer tausendmal besser, als jetzt irgendwie in die Chipstüte zu greifen, weil das hat wenigstens noch sehr hohe Nährwerte und darum geht es immer. Ihr Lieben, auf Platz 1 wohlverdient die tolle Knolle, die Süßkartoffel. Sie ist sehr ballaststoffhaltig, sie hat eine super hohe Nährstoffdichte, sie ist entzündungshemmend, vor allem für Menschen, die Probleme mit dem Darm haben, ja, verschiedene Krankheiten wie Morbus Crohn oder eine Glutenunverträglichkeit und so weiter, also alles, was darmentzündlich wirkt, da wirkt die Süßkartoffel darmentzündungsregulierend, ja, also absolut gesundes Lebensmittel ist das. Sie wirkt antiinflammatorisch, also entzündungshemmend. Diese Pflanze ist ein absolutes Superfood. Sie beinhaltet auch ganz viel Folat, wichtig für Frauen mit Kinderwunsch, für Schwangere, für Kinder vor allem auch im Wachstumsprozess.
Sie hat so viele tolle Eigenschaften, diese tolle Knolle. Sie ist vor allem blutzuckerspiegelregulierend und darauf kommt es ja an, ihr Lieben, dass wir bei all unseren Produkten, die ich euch gerade aufgezählt habe, die begünstigen alle ganz positiv den Blutzuckerspiegel. Wer wirklich dauerhaft abnehmen möchte, sollte immer darauf achten, dass wenn er Kohlenhydrate zu sich nimmt, dass sie mehrkettig sind, ja, dass sie den Blutzuckerspiegel nicht so sehr beanspruchen, dass der Insulinspiegel nach oben schießt und dementsprechend wieder schnell abfällt. Der sollte darauf achten, dass er wirklich sattmachende, eiweißhaltige Produkte zu sich nimmt. Und wichtig ist natürlich der Kaloriendefizit, weil nur durch ein Kaloriendefizit nehmt ihr auch dauerhaft ab. Wir kommen nicht drum herum. Die Bewegung, der Sport ist das A und O, denn nur wer seine Muskeln betätigt, der nimmt auch wirklich dauerhaft ab. Und das auch im Schlaf, weil Muskeln erhöhen den Grundumsatz, ganz wichtig. Also es ist ganz praktisch. Wer wirklich im Schlaf abnehmen sollte, der sollte Muskeln aufbauen. So, ich habe meine Sportklamotten an. Ich werde jetzt runtergehen in mein kleines Gym und ein bisschen meine Muskeln betätigen, ja? Weil die rufen schon danach. Auch wenn ich jetzt ein bisschen erkältet bin, das hindert mich nicht daran, einfach mal 10 Minuten ein kleines Kraftworkout zu machen oder ein bisschen Yoga zu machen. Yoga habe ich schon heute Morgen gemacht und jetzt kommt ein bisschen Kraft dran. Aber alles in Maßen. Es gibt im Grunde keine Ausrede, sich nicht zu bewegen. Okay, ihr Süßen, wenn euch das Video gefallen hat, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt es mir in den Kommentaren. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.